Es war Weihnachten 1994. Ich war damals 8 Jahre alt und habe den gesamten Sommer des Jahres 1994 damit zugebracht, meine Eltern zu bequatschen, mir dieses Spiel hier zu kaufen, das im Dezember 93 erschienen ist. Ich habe irgendwann Anfang 94 davon erfahren, in irgendeiner Zeitschrift oder so. Vielleicht hat das ein Freund von mir gespielt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich wollte seitdem unbedingt Teenage Mutant Hero Turtles Tournament Fighter haben. Ein Kampfspiel, ein Street Fighter-ähnliches Kampfspiel mit den Ninja Turtles. Das war damals einfach ein wow, absolutes Traumspiel für einen Jungen, der den Zeichentrickfilm geguckt hat, der sich mit den Ninja Turtles beschäftigt hat, in Form von Videospielen, von Comics, von Actionfiguren. Ich habe die gemalt. Wahnsinn. Meine Eltern haben mir das Spiel gekauft zu Weihnachten 1994 und ich habe es gespielt, rauf und runter. Ich habe es geliebt damals. Und jetzt, ihr Lieben, nach Jahren spiele ich das wieder. Und ich freue mich da sehr drauf. Deshalb habe ich das hier angemacht. Ihr seht, da oben steht Teenage Mutant Hero Turtles. Die hießen bei uns in Europa Hero Turtles. In Amerika hießen die Teenage Mutant Ninja Turtles. Keine Ahnung, wieso da nochmal der Name geändert wurde. Wer das weiß, darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich behalte jetzt Game Level mal auf 3. Das passt schon so. Steuerung, Game Speed. Das Einzige, was ich jetzt rausnehme, ist Timing. Also sprich die Zeit. Damit ich habe das bei Kampfspielen immer auf unendlich stehen. Ich mag das nicht, wenn irgendwie die Zeit abläuft oder so. Game Speed machen wir mal auch normal. Credits, ja, Musik, ja, alles gut. Wobei Credits, ich mache mal auf 5. Sicher ist sicher. So, wir haben den Tournament-Modus, wir haben VS Battle, Story Battle, wir können Kämpfe gucken, wie sich zwei computergesteuerte Gegner bekriegen. Ich gehe einfach mal in den Tournament-Modus, das ist der klassische Modus, und dann spiele ich das Ganze, schwelge in Erinnerung und hoffe, dass ihr mitschwelgt. Wir haben hier verschiedene Kämpfer zur Auswahl, natürlich unsere Lieblinge Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo, aber wir haben noch andere. Wir haben Armageddon, den Hai, dann Wingnut, Chrome Dome, Asuka, War und Shredder. Und die Charaktere hier oben, die entstammen zum Teil der Serie, zum Teil der Comic-Reihe Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures, die wohl in den USA lief. Aber zum Beispiel Asuka hier, soweit ich weiß, ist ein extra für dieses Spiel gestalteter Charakter von Konami. Finde ich auch richtig cool. Ich spiele meinen Liebling, nämlich Leonardo. Ich habe den immer gespielt, schon damals als Kind. Und deshalb starten wir mit ihm einfach mal. Und dann geht es hier eben ab. Now the battle that you've been waiting for. The ultimate tournament in the galaxy. The winner will receive more money than he can possibly imagine. Ja. Eigentlich totaler Bullshit. Interessiert keine Sau. Das Ganze ist ein Kampfspiel mit den Ninja Turtles. Mehr Story brauche ich nicht. Und ihr seht, Konami hat sich hier schon stark an Street Fighter inspiriert. Die gesamte Aufmachung, die Karte vorhin und diese Porträts hier, das ist schon sehr stark von Street Fighter 2 inspiriert. Das Spiel, das damals einfach den Konsolensektor im Bereich Kampfspiele absolut dominierte. Und oh Gott, ich habe das Spiel schon lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und werde hier natürlich auch zu Brei geschlagen. Aber das ist ja auch der Reiz an dieser Reihe hier, an diesen Gameplay-Videos. Ich versuche das Ganze natürlich live und spontan und in Farbe für euch zu spielen, ohne groß Vorbereitung, und das Resultat seht ihr hier. Ich bin von Armageddon kaputtgeschlagen worden. Vielleicht hätte ich doch einen anderen Schwierigkeitsgrad einstellen sollen. Wie gesagt, so ein ungeübter Spieler wie ich, der das Ganze als Kind gemocht und dann Jahre nicht mehr gespielt hat, der sollte es vielleicht doch nicht direkt auf 3 spielen. Oh Gott, das geht ja mal gar nicht, ey. Und ja, verliere hier schon gegen den ersten Gegner. Aber so ist das. Das Spiel war ja so oder so früher schon immer relativ hart, habe ich das in Erinnerung. Und ich muss den Gamespeed ändern. Es tut mir leid, ihr Lieben. Nicht den Gamespeed, sondern den Schwierigkeitsgrad. Das geht ja mal gar nicht.
Okay, voll abgelost. Ja, ich bin ein Noob in diesem Spiel, schon klar. Jahre nicht mehr gespielt und ich habe verloren. Nein, kein Continuum. Lassen wir das mal zu Ende laufen. Und dann sage ich euch noch oder erzähle ich euch noch ein bisschen was zu dem Spiel. Es gab drei Tournament Fighter Spiele. Nämlich eins für den Super Nintendo, eins für den NES und eins für den Genesis, beziehungsweise Mega Drive bei uns in Europa. Und das Witzige ist, das Spiel kam zuerst auf dem Super Nintendo raus, dann hat Konami das Ganze für den Mega Drive veröffentlicht, nämlich Ende 93. Und erst im Jahr 94, also ein Jahr drauf, ist das Ganze dann als letztes Konami-Spiel auf dem Nintendo in Amerika und in Europa erschienen. Und ich kenne nur dieses Spiel. Ich kenne nur die SNES-Fassung. Die NES-Fassung sowie die Genesis bzw. Mega Drive-Fassung kenne ich nicht. Aber das Krasse ist, und das war ja damals gar nicht so unüblich, das waren alles unterschiedliche Spiele. Konami hat für alle drei Konsolen unterschiedliche Entwickler gehabt, interne Entwickler. Die haben es zwar alles intern produziert, das Spiel entstand bei Konami. Die hatten damals ja die Turtles-Lizenz, aber das Krasse ist, dass das eben komplett unterschiedliche Spiele waren. Und auch von unterschiedlicher Qualität. Und es waren alles drei Kampfspiele. Es war jetzt nicht so, dass die für NES irgendeinen Brawler produziert haben oder so. Es waren alles Kampfspiele und es waren alles, wie gesagt, qualitativ unterschiedlicher Kampfspiele, wobei eben das Super Nintendo da wohl am besten performt hat von den Reviews, von der Qualität her. Das ist zumindest das, woran ich mich so ein bisschen erinnern kann. Ich weiß, dass halt viele das Ganze auf dem Super Nintendo total geliebt haben. Ich kenne niemanden, der das irgendwie schlecht findet. Aber so was die Wertungen angeht, was die Presse angeht, so war das halt auf dem Super Nintendo gemocht und auf dem Mega Drive dann eben schon schwächer. Und ich glaube, die NES-Fassung war damals die schlechteste. War damals auf dem NES das fünfte Turtles-Spiel von Konami. Und damit auch das erste Kampfspiel, soweit mir bekannt. So. Ich habe mit Leonardo gewonnen. Ich muss so ein bisschen den Groove reinkriegen. Man spielt mit den Face-Buttons. Es hat eine 4-Button-Steuerung, die L und R Schultertasten haben bei dem Spiel keine Funktion. Das ist jetzt nicht so wie bei Street Fighter, dass man dann noch irgendwie Tritte und Schläge ausführen kann. Aber meines Wissens nach hat auch Capcom bei Street Fighter 2 die L und R Buttons, die Attacken zumindest drauf, auch nur gedoppelt, ne? Soweit ich weiß. Und ja, das Spiel löst bei mir gerade ganz viel Nostalgie aus. Ich versuche mich auch darauf zu konzentrieren, aber muss mir auch Mühe geben, keinen Quatsch zu erzählen, weil mich das gerade so einnimmt. Wahnsinn. Oh, hab ich das mit 8 Jahren geliebt? Ich bin jetzt 37. Es ist 29 Jahre her, dass ich dieses Spiel zu Weihnachten bekommen habe. Und Weihnachten steht wieder vor der Tür. Wir haben Anfang Dezember und ich werde einfach nostalgisch. Es liegt aber auch daran, ich habe mir das Spiel jetzt für das Let's Play hier auf dem Kanal ausgesucht, weil ich vorhin auf meinem Instagram und auf meinem TikTok-Kanal über ein Short bzw. Reel gestolpert bin, wo ich meinen Sohnemann gefilmt habe, wie er bei mir im Gaming-Keller saß vor einer Weile. Was ist vor einer Weile? Vor einem Jahr oder so. Und ich ihm dann dieses Spiel angemacht habe und er da einfach total Spaß dran hatte. Das habe ich vorhin gesehen auf dem Sofa im Wohnzimmer und dachte, hey, why not? Mach du dir das doch auch nochmal an und spiel das und ergötz dich noch an dieser unfassbar schönen Grafik, diesem fetzigen Soundtrack. Das war noch Konami at its peak. Wahnsinn, was die da doch für Games abgeliefert haben, ne? Mein Gott. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Turtles-Spiele von Konami in den 2000ern schlecht waren. Waren sie nämlich gar nicht. Irgendwie sagt man immer, dass Turtles in Time so das beste Turtles-Konami-Spiel ist. Und es mag schon stimmen, aber viele vergessen einfach, dass es auch von Konami richtig viele Turtles-Spiele Anfang des 2000er gab. Auf Konsole sowie auf Handheld, ne? Die Konsolenspiele waren jetzt nicht die besten. Es waren so 3D-Brawler. Und ein Kampfspiel, so ähnlich wie Power Stone, gab es auch noch. Mutant Melee von den Turtles. Aber
Was viele vergessen ist, dass Konami auch richtig, richtig gute GBA-Turtle-Spiele gemacht hat. Und da vor allem der erste, den habe ich damals gespielt und den fand ich großartig. Den fand ich nicht viel schlechter als auf dem Super Nintendo damals. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ja Michelangelo mich jetzt nicht killt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Special mache. Da oben füllt sich ja eine Leiste unter der Lebensanzeige. Und irgendwie kann ich den Special ausführen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Irgendwie muss man, glaube ich, eine Tastenkombination gedrückt halten oder so. Ich habe bei Kampfspielen immer die Angewohnheit, den Gegner von oben anzugreifen. Das ist so ein Tick von mir. Das habe ich irgendwie mir damals bei Killer Instinct Gold angewöhnt. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich habe einfach so einen Automatismus entwickelt über die Jahre, dass ich dann quasi den Gegner immer von oben angreife. Und das geht meistens nicht gut, wie ihr hier sehen könnt, aber ich mache es trotzdem. Und werde hier wahrscheinlich eins auf die Mütze kassieren. Und weil ich mich nicht konzentriere und andauernd quatsche, hier wahrscheinlich als Verlierer aus dem Kampf gehen. Oder auch einfach ein Unentschieden erzielen. Ein Double K.O. Ich merke schon, Kampfspiele zu kommentieren und zu spielen ist relativ schwierig. Aber die Klappe zu halten ist auch doof, wenn ich hier vor dem Mikrofon hocke. Deshalb versuche ich das jetzt nochmal vernünftig. So, man kann hier natürlich diverse Attacken ausführen. Leonardo kann sich mit dem Schwert drehen. Er kann so einen Guile-ähnlichen Spin ausführen. Oder hier auch mit den Schwertern schwingen. Und ich versuche euch jetzt die Attacken hier zu zeigen. Konzentriere mich nicht aufs Gameplay und kassiere hier einen Schlag nach dem anderen. Deshalb hier mal kurz Concentration. Und dann sollte das hier auch mit dem Sieg klappen. So. Wer das noch nicht probiert hat übrigens und auf mich schimpft, weil ich das hier nicht kann, probiert ihr mal ein Video vernünftig zu kommentieren und dann auch noch vernünftig zu spielen. Das ist gar nicht so einfach. Congratulations, ich habe Geld gewonnen. Weiter geht's mit Chrome Dome. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher der Gegner, sage ich mal, aus den Comics und welcher aus der Serie war. So weit reicht meine Kenntnis jetzt nicht. Aber der sieht aus wie ein robotischer Schredder. Und ich meine, ich habe den auch ziemlich gehasst damals, weil der so einen komischen Sprungangriff hat, wo er dann sich quasi mit den Füßen auf meinem Kopf abstützt. Und das habe ich als Kind damals schon total gehasst. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Aber mindestens genauso oft, wie ich das alleine in diesem Modus hier gespielt habe, habe ich das mit einem Kumpel im Multiplayer gespielt. Gegeneinander. Das war noch Zeiten, wo man sich einfach nach der Schule verabredet hat. Zwei Kids, die einfach Turtles-Fan ohne Ende waren und dann einfach gezockt ohne Ende. Der besagte Kumpel hatte doch den Nintendo, der hatte noch die alten Turtles-Spiele auf dem Nintendo, die ich furchtbar schwierig fand. Da habe ich nie eins geschafft. Er war da totaler Profi drin. Ich habe da immer die Geduld dran verloren. Aber ich hatte dann irgendwann Turtles in Time und eben Tournament Fighters. Und mal war ich bei ihm, haben wir NES gedaddelt, dann war er bei mir, dann haben wir Super Nintendo gespielt. Das waren einfach Zeiten, an die man sich gerne zurückerinnert. Und deshalb versetzt dann so eine schöne Pixel-Grafik und der Soundtrack des Spiels, der jetzt vielleicht gar nicht mal so gut ist, finde ich, einen aber doch nochmal 30 Jahre zurück. Denn das Spiel feiert ja bald seinen 30. Geburtstag, wie gesagt, oder ist schon. Ich weiß nicht genau, an welchem Dezembertag Konami das 93 veröffentlicht hat, aber Fakt ist, das Ganze erschien im Dezember 93 und ihr seht dieses Video gerade im Dezember 2023. Also 30 Jahre Turtles Tournament Fighters. Und es ist schade, dass Konami abgesehen von einem Re-Release auf der Turtles Kawabunga Collection, jetzt auf Switch und Konsolen, das Spiel nicht mehr hervorgekramt hat. Weder als Remaster noch als Remake. Und einen Nachfolger haben wir auch nicht gesehen. Das ist super schade. Das Spiel, über das sprach gefühlt auch keiner außerhalb der Turtles-Fan-Bubble damals. Alle hatten Street Fighter gezockt oder Mortal Kombat damals oder vielleicht so ein Killer Instinct vielleicht, aber über Turtles Tournament Fighter sprach da irgendwie damals kein Mensch.
Und jetzt, wo ich es spiele, ja, es ist, ja, es erreicht schon nicht die Klasse eines Street Fighter 2. Aber ganz ehrlich, einem achtjährigen Jungen, der einfach Turtles gefeiert hat damals, dem war das scheißegal. Ich fand das damals geiler als Street Fighter, weil das eben die Turtles waren. Gott, ey, Leonardo macht mich platt, ey. Und für mich war das damals einfach geiler als Street Fighter und Mortal Kombat zusammen. Heutzutage, ja, kann man sich sicherlich drüber streiten und das ist bestimmt nicht so gut und auch nicht so einflussreich wie ein Street Fighter 2 oder Mortal Kombat 2 auf dem Super Nintendo. Aber ich würde es nicht viel schlechter bezeichnen. Die Sprites sind top. Die Backgrounds, die Hintergründe sind jetzt zwar eindimensional, aber da sind zumindest ein paar Bewegungen drin, ein paar Animationen. Das ist schon okay. Vor allem für ein Spiel, das 93 erschien. Damals war das Super Nintendo 3 Jahre alt. Die Entwickler haben so langsam verstanden, wie sie die Hardware in den Griff bekommen. Und das hat man dann auch an diversen Spielen sehen dürfen. Und ich glaube, Turtles ist so ein Spiel. Vor allem auch, ich weiß gar nicht, jetzt bin ich überfragt, ist das Spiel vor Turtles in Time oder nach Turtles in Time erschienen? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Gedächtnis sagen, Turtles in Time ist 94 erschienen. Ich weiß es nicht. Mein Handy liegt gerade hier neben mir. Ja, das seht ihr nicht, aber ich gucke jetzt nach. Also, Turtles in Time. Turtles in Time erschien zumindest bei uns im Jahr 92. Okay, das ist also ein Jahr vor Tournament Fighters erschienen. Das heißt also, es kann durchaus sein, als sich Tournament Fighters im Weihnachten, genau, Street Fighter, Weihnachten 94 bekommen habe, dass ich dann aber schon tatsächlich, oh Gott, dass ich damals Turtles in Time schon gespielt hatte. Und vielleicht auch deshalb so gehypt auf das Spiel, weil Turtles in Time, da sind wir jetzt wahrscheinlich alle einig, zählt zu den besten Spielen auf der Konsole und zu den besten Spielen der Turtles-Franchise. Ich würde jetzt heute behaupten, es ist wahrscheinlich nicht besser als ein Shredder's Revenge, was ja vor einer Weile erschien auf den aktuellen Konsolen, aber es ist definitiv in den Top 3 der besten Turtles-Spiele. Wenn nicht sogar Platz 2 hinter Shredder's Revenge. So. Weiter geht's. Ah, jetzt spielen wir wieder gegen Armageddon und dem versuche ich noch den Hintern, beziehungsweise versuche ich es nochmal. Und ich weiß nicht, wann Shredder kommt. Ist Shredder so der finale Boss? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder gibt es hier auch freischaltbare Charaktere? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich das damals gespielt habe ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ansatzweise mal durchgespielt oder komplettiert habe oder keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Kennt ihr das? Ihr habt Spiele damals einfach als Kind gezockt ohne Ende, ohne sie jemals durchgespielt zu haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist bei mir häufiger der Fall, dass ich einfach viel Zeit mit Spielen verbracht habe, ohne sie auch nur ansatzweise durchgespielt zu haben. Spontan fällt mir so ein San Francisco Rush 2 auf dem N64 ein. Hunderte Stunden gespielt mit Kumpels im Multiplayer, nie wirklich beendet. Und ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, wie weit ich Turtles Tournament Fighters gespielt habe. Deshalb kann ich euch auch nicht beantworten, ob es da freischaltbare Charaktere gibt. Kann durchaus sein, das war ja damals öfter so bei Spielen, vor allem auch bei Kampfspielen, dass man noch Zusatzcharaktere, ich hasse diese Attacke, freispielen konnte, wenn man sich dann da eben durch Story-Modus oder durch irgendwelche Cups oder Tournaments oder so gespielt hat, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich hasse diesen Hai so sehr. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse, dass er da einem hier in den Kopf beißt. Boah, das ist absolut mein Hassgegner in diesem Spiel. Mann. Ich finde, die Turtles hätten, oder alle Charaktere hätten auch durchaus ein paar mehr Special Moves vertragen können. Ich meine, so Schuss, oh Mann, ey, Schussfähigkeiten wie jetzt Leo sind zwar ganz cool, aber so ein bisschen mehr hätte schon sein können, oder? Und das kann nicht wahr sein, aber dieses blöde Vieh haut mich wieder um.
Oder auch nicht. Ich mach den jetzt platt, komm. Ha! Habt ihr gesehen? Da habe ich die Spezialattacke getriggert. Indem ich X und A gleichzeitig gedrückt habe. Ich wusste, dass man irgendwelche Knöpfe noch irgendwie in Kombination drücken musste. Und das waren die beiden. So, zumindest habe ich den High platt gemacht. So, Sieg für heute. Das Tagesziel erreicht. Ich spiele nochmal gegen Raphael und dann soll es das mal gewesen sein, so als kleiner Eindruck, kleiner Einblick in Tournament Fighters. Und jetzt würde mich halt brennend interessieren, bin ich hier der Einzige, der dieses Spiel noch kennt und damals gefeiert hat? Oder finden sich hier noch andere Gleichgesinnte, die genauso Turtles-Fans waren und damals das Spiel gefeiert haben und irgendwie vielleicht sogar besser fanden als ein Street Fighter oder ein Mortal Kombat? Haut mal raus, mich würde das wirklich interessieren. Und ich merke gerade, dass auch auf dem zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad ich hier einfach auf die Fresse kassiere. Mann, ey, bin ich schlecht geworden in dem Spiel. Ihr Lieben, das war's. Das war mein Einblick in das Jahr 1994, Weihnachten. Und ich war damals besser in dem Spiel als heute, das muss ich zugeben. Ich freue mich auf eure Erzählungen, Erinnerungen zu Turtles Tournament Fighters und verabschiede mich mit dieser Niederlage von euch. Bis dahin, adios, tschüss, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier auf Andi Zockt. Ciao, ciao.